Let's just be honest. See what you tell. Let's just be. See what. I look like an AI. Hallo zusammen. Heute mal in außergewöhnlichem Bild. Ihr seht es vielleicht, meine Lippen. Siehst du es auch? Nein. Hast du Herpes? Nein! Schau mal, wie schön meine Lippen sind, so richtig aufpolstern. Ah, das ist nicht, weil ich jetzt da irgendwie eine Dosis Hyaluron bekommen habe. Ja, aber du siehst schon ein bisschen aufgespritzt aus. Also das ist ein Filter, du? Bold Glamour. Riesen Hype um den Filter bei TikTok. Ja. Wie siehst du aus? Ich habe noch nie gesehen. Hui! Hallo. Ich bin die Schwester von Kim Kardashian. Es freut mich, dass auch ich gefiltert bin. Hey, aber das ist ja... Warte mal, geschwind. Schau jetzt mal. Vorher? Mhm. Ja. Nein. Aber das sind die 0,8. Bei mir tut das irgendwie nicht. Siehst du das? Aber bei dir? Du weißt schon, was Kompliment abnimmt in der Tendenz, wenn du sie mega betonst. Das ist ein riesen Unterschied. Nein, das ist wirklich ein krasser Unterschied. Du siehst aus wie ein Hollywoodstar. Ja. Genau, ich sehe richtig crazy geschminkt und geglättet und operiert aus. Aber das sind so die klassischen Filter, oder? Oder habe ich etwas verpasst? Ja. Das ist so das, was mich schon fast ein bisschen langweilt, weil es überall jetzt die Gesichter gibt. Aber was jetzt spannend ist, oder? Weißt du, du bewegst dich und machst, du hast jetzt sogar Dings. Schau mal, du hast die Hand da. Ah, ja, stimmt, es geht nicht weg. Es geht nicht weg. Das ist der Unterschied. Und das ist das Spannende an dem Filter, weil wir kennen ja all die alten Filter hier. Mhm. Der mischt hier mit den Hundeohren. Aber da ist natürlich das Problem, dass wenn du hier irgendwie, oder? Ja, geht es irgendwann weg. Dann gehen die Ohren weg und das sieht einfach total aufgesetzt aus. Mhm. Aber beim anderen ist also schon. Ja. Der Unterschied bei dem ist eben, früher war es einfach so, dass du das 2D-Bild hatte und dann sind die Hundeohren draufgelegt worden und haben dann das Gesicht verfolgt. Und dann ist halt, wenn eine Hand dazwischen kommt, dann ist es nicht so gut. Aber hier, da wird jetzt mit dem ganzen Kamerabild geschafft und es wird KI unterstützt. Mhm. Und darum bleibt dein Gesicht auch erhalten. Das ist schon. Also selbst wenn ich mit der Hand reingehe, bleibt es bei dir. Also es ist ein permanenter Filterlook, den du quasi hast, aber er ist natürlich nicht permanent, weil spätestens, wenn du in den Spiegel schaust, merkst du, das bin ja tatsächlich doch ich. Kann ich mir vorstellen, dass das, je nachdem, wer du bist und in welcher Phase des Lebens dass du steckst, dass das zum Teil gar nicht so einfach ist, die Dissoziation zu checken und zu verarbeiten? Und es ist ein riesiges Problem, weil es gerade bei jüngeren Leuten, die so in der vulnerablen Phase sind, bis hin zu einer Körperbildwahrnehmungsstörung führen kann. Was heisst das? Das heisst, dass sie nachher wirklich krampfhaft versuchen, auch das Idealbild zu erreichen und bei sich selber dann aber auch Sachen entdecken, wo sie das Gefühl haben, entweder es ist monströs oder es ist total hässlich. Die Nase zum Beispiel ist dann so ein Ding. Und wenn sie in den Spiegel schauen, dann fokussieren sie sich dann auch nur noch auf die Nase und finden, oh mein Gott, ist die hässlich und kehrt dann völlig aus dem Konzept raus und haben echt eben krankhaft das Gefühl, dass irgendetwas nicht gut ist im Gesicht. Und das hat auch sehr viel mit genau solchen Sachen zu tun. Weil, und das hat Uni Landshut herausgefunden, spannend ist ja, wir alle wissen, dass das irgendwelche Filter sind. Genau. Also weißt, auch bei Fotos, die gepostet werden, ja okay, ist wieder gefotoshoppt. Und trotzdem, das Problem ist, wenn unser Hirn das ständig serviert überkommt, die Gesichter, unser Hirn findet es eben irgendwie geil, weil unser Hirn liebt steht Perfektion. Genau, Symmetrie. Steht auf absolute Symmetrie. Und wenn du das nachher im Hirn zigfach zeigst, dann lernt es quasi, so könnte das Gesicht aussehen, so könnte das Gesicht aussehen. Obwohl so dir bewusst ist, dass es gefaked ist. Mhm. Und dein Schönheitsideal kann durch das komplett unrealistisch werden. Und das wiederum kann dann eben zu diesen Körperbildwahrnehmungsstörungen führen, wo vor allem dann jüngere Leute, die also noch nicht so fest im Leben stehen, auch noch nicht so ein Selbstbewusstsein haben, sowieso ein bisschen verunsichert sind, die sind dann sehr anfällig für das. Ja, ist noch schwierig, oder? Was machst du dagegen? Weil irgendwie, die sind omnipräsent. What the? This filter should be illegal. Here's the real me. You are beautiful. Just the way you are. Ich brauche das tatsächlich nicht. Weil ich finde es insofern unspannend, als dass alle Menschen wieder anfangen, gleich aussehen. Und das ist dann auch wieder etwas Langweiliges, oder? Wenn wir alle rumlaufen wie Kim Kardashian-Face.
Na ja. Das ist wirklich ein spannender Fakt. Was denkt ihr, wenn nachher alle Gesichter KI-optimiert sind, total symmetrisch, wird das dann irgendwann vielleicht wieder langweilig? Oder habt ihr das Gefühl, dass das unsere Zukunft ist, dass einfach alles total optimiert wird? Schreibt es uns. Also, dass man dann irgendwann wieder medioker wird, oder? Wenn es ja, alle genau so haben. Weil ich habe das Gefühl, es läuft ja jetzt komplett in die Richtung, oder? All wenn ausgesehen wie die Kardashians, die wirklich perfekt symmetrischen Gesichter. Auch alle KI-Filter, die es jetzt immer mehr gibt, sind genau auf das ausgerichtet, dass du das perfekte symmetrische Gesicht hast. Und ich frage mich, ob das dann nicht irgendwann auch langweilig wird und plötzlich wieder das Thema aufkommt, hey, so ein bisschen speziell oder eben ein bisschen asymmetrisch, ja, wie wir eigentlich alle sind, genau, in Tat und Wahrheit, ist dann eben vielleicht plötzlich wieder ein Schönheitsideal, weil alles andere einfach so langweilig ist, wie du sagst, dass man es gar nicht mehr will. Vielleicht ist das aber auch einfach eine naive Hoffnung von uns. Ja, aber was, wenn du jetzt tatsächlich deinen Filter ein bisschen verfalschst und wie dann verschrickst oder mit dir selber ein Problem bekommst und leidest unter dem, dass du nicht so aussiehst wie so ein Filter? Was kann man da machen? Ja, also wenn es dann wirklich krankhafte Züge annimmt, dann gibt es eigentlich nur noch eine kognitive Verhaltenstherapie. Also dass du wirklich wieder lernen musst, dass wenn du in den Spiegel schaust und gerade die, die dann so eine Körperbildwahrnehmungsstörung haben, die schauen permanent in den Spiegel und fokussieren sich dann eben immer auf den Körperteil, wo sie finden, oh, der ist so hässlich oder der ist so monströs. Und in so einer Therapie muss man dann wieder lernen, dass man sich eben auf das ganze Gesicht konzentriert, muss auch lernen und sich sagen, hey, kein Gesicht ist so symmetrisch perfekt. Wir alle haben gewisse imperfekte Sachen im Gesicht. Und das musst du dann wieder wirklich Stück für Stück einreden und das lernen, damit du einfach wegkommst von dem. Weil das ist schon, wenn du in den Spiegel schaust und dich dann immer so auf die Nase konzentrierst. Klar, das kennen wir alle, wenn du mal einen Pickel hast und nachher siehst du nur noch den Pickel. Ja, ganz genau. Oder, ja, ganz genau. Und das musst du dann wieder wie umlernen. Mhm. Aber noch besser wäre, wenn es gar nicht so weit kommt. Nur, was macht man? Also die ganzen Social-Media-Konzerne hätten da natürlich viel in der Hand, aber ich weiß nicht, die Hoffnung ist, glaube ich, klein, dass die etwas ändert. Weil man weiss zum Beispiel aus internen Dokumenten, wo von Meta, also dem Unternehmen, wo Facebook gehört, wo auch Instagram gehört, wo veröffentlicht worden sind, aus diesen Dokumenten heraus weiss man, dass denen durchaus bewusst ist, dass die jungen Leute ein sehr grosses Problem damit haben und auch sehr darunter leiden. Also quasi, wenn sie Instagram nutzen, dann geht es ihnen nachher schlechter. Das wissen die alles, aber es passiert nicht wirklich viel. Weil, ja, es gibt eine Nachfrage und dann wird halt einfach das Angebot losiert. Klar. Und dann ignoriert man gerne mal, dass es auch negative Konsequenzen haben könnte. Es gibt auch immer wieder die Diskussionen, in Norwegen zum Beispiel ist das ja auch gesetzlich vorgeschrieben worden, dass alle Fotos, die gefotoshoppt sind, müssen gekennzeichnet werden. Aber ich weiss nicht, ob das tatsächlich etwas ändert, weil dann haben nachher einfach alle das Fake-Kennzeichen drauf, aber postet es gleich. Also wie jetzt, oder wir das Bild ist viel auch, stärker, oder? Genau, ja, oder das Bild ist viel stärker. Wir wissen ja, dass vieles bearbeitet ist, dass jetzt auch die Videos mit KI-Filtern genau unterstützt sind. Es wissen es alle, aber wie ich vorher gesagt habe, oder, unser Hirn springt reagiert dann eben gleich und springt darauf an. Darum, ich glaube, und das sagt auch ein Psychologe, der sich sehr fest auseinandersetzt, auch mit Social Media von der ZHW, Daniel Süss heisst der, der sagt, eigentlich ist der einzige Schlüssel Medienkompetenz. Man muss den, vor allem jungen Leuten von Anfang an beibringen, was das mit einem macht, wenn man nachher ständig solche Bilder anschaut. Also wenn, du musst das System durchschauen. Genau, oder du musst das, was ich vorher erzählt habe mit dem Hirn, das musst du eigentlich verinnerlichen und wissen, hey, das macht mit meinem Gehirn etwas, wenn ich nachher ständig solche Fotos anschaue. Und das Bewusstsein, dass etwas passiert, das hilft schon mal, dass du dann nachher nicht in das Fahrwasser reinkommst und im schlimmsten Fall wirklich in einer krankhaften Störung endest. Brauchst du so etwas? Nein. Nein, ich finde es auch, es ist total kitschig. Du brauchst es auch gar nicht, weil du siehst genau gleich aus, mit oder ohne Filter. Ja, das weiss ich jetzt nicht, ob das ein Kompliment ist oder nein, ich glaub, ob der Filter bei mir einfach nein, ich glaube tatsächlich, dass das ein bisschen modifiziert ist für Frauen. Also ich meine, bei mir ja, macht es wirklich sehr starke Veränderungen. Es ist vielleicht, weil ich also, gerade aus dem Mutterschaftsurlaub komme, vielleicht dir, aber schon auch, weil die KI auf die Frauen Zeug anspielt. Also, oder die Augenbrauen sind crazy. Ja. Und du merkst, ich werde gerade geschminkt. Da oben ist mega viel Schminke im Filter. Ja, genau, du hast du Schminke. Und vor das allem, ist natürlich oder die Wangenknöchel werden total akzentuiert. Zack. Ja. Und bei mir ist irgendwie. Ich bin eine mega Langweilerin in solchen Sachen, weil es mich wirklich nicht. Mich tönt das überhaupt nicht an, um irgendwie auszuprobieren. Oder eben, es langweilt mich ein bisschen. Ja. Aber ich verstehe, dass man damit umspielt.
und hofft niemandem, dass er irgendwie hängen bleibt auf einem Filter als Droge quasi, dass du dich nur noch so kannst oder willst sehen. Niemand will ein Filter sein. Ja, psychische Probleme unter Jugendlichen, die nehmen immer mehr zu. Mit was das junge Menschen strugglen und wie man das angehen will, das könnt ihr hier auschecken in unserer Sendung. Und wenn ihr mögt, was wir machen, lasst uns ein Like da.